Politische Korrektheit. Welcher Idiot, Verzeihung, welcher Spasti hat sich diesen Schwachsinn ausgedacht? Heute, Freunde, ist doch jeder so ein Sensibelchen. Mein Dad hat immer gesagt, Dave, als ich in deinem Alter war, hatten wir keine afrikanischen Amerikaner, keine asiatischen Amerikaner oder indianischen Amerikaner, da gab es nur Amerikaner. Und die schwarzen Puerto Ricaner und Italiener. Hi. Hi, na, wie war euer Tag? Ganz okay. Er war klasse. Ja, große Klasse. Klasse Tag, Larry. Es war die Obergrütze. Wir mussten Stunden bis zum Abschlag warten und das bedeutete, dass ich mit ihm reden musste. Über Larry habe ich in der Zeit nicht viel erfahren, aber über Hobbits. Und als er endlich dran war, hat er sich verhalten wie ein Behinderter. Was hast du erwartet? Du weißt doch, er ist ein spottende Niete. Ich wusste nur, das ist er in Baseball und Tennis. Ich dachte, vielleicht trifft er wenigstens einen Ball, der sich nicht bewegt. Doch weit gefehlt. Sein Vater, irgendwas müssen wir doch gemeinsam haben. Ich bin doch sein Vater, oder? Mit ziemlicher Sicherheit. Hey, oh, hi, yo. Hey, Mr. Gold. Hängt alles gerade? Es hängt. Denn, Dad? Also, ich mag das nicht, was ihr gerade in meinem Wohnzimmer gemacht habt. Komm, Tay, wir gehen in mein Zimmer. Nein. Setzt euch wieder. Ich werde gehen. Aber Vorsicht, ich stehe hinter der Tür. Direkt hinter der Tür. Wieso geht sie immer noch mit Tay? Es muss doch mal Schluss sein. Warum? Weil er schwarz ist? Was? Nein, du weißt doch, ich sehe keinen Unterschied zwischen schwarz und weiß. Ich sehe nur Menschen. Und zwar solche, die scharf auf Sex mit meiner Tochter sind und solche, die es nicht sind. Und dieser Beutel, da ist es. Ich sagte, der ist viel zu erfahren für sie. Woher willst du das wissen? Weil er in ihren Augen cooler ist und coole Kids haben Sex. Ich weiß das, weil ich auch ein cooler Junge war. Ich will nicht, dass meine Tochter cool ist. Ich will, dass sie frigide ist. Und ist das wirklich das Einzige, was dich an ihm stört? Ja, das ist das Einzige. Hör zu, ich habe kein Problem, dass sie mit einem Schwarzen geht, wenn sie irgendwann einen Juden heiratet. Von uns gibt's nicht mehr viele. Ich will nicht, dass sie die jüdische Erbmasse versaut. Ach ja? Was hast du dir gedacht bei deinem Mix mit dieser römisch-katholischen? Ich werde dir was sagen. Ich will nicht mehr, dass er hierher kommt. Wieso denn dein Ja zum Barbecue? Was für ein Barbecue? Ich hab dir gesagt, dass ich Tay und seine Eltern am Sonntag zum Barbecue Davon eingeladen habe. Davon hast du mir habe. Nichts gesagt. Doch zweimal! Wozu rede ich überhaupt mit dir? Um ehrlich zu sein, eingeladen habe ich sie erst vor 2 Stunden. Das ist aber besser, als ihn erst zu fragen. Wieso lädst du seine schwarzen Eltern ein? Weil er nun mal ihr Freund ist. Was ist daran verkehrt, seine Familie einzuladen? Und Hillary will das auch? Du hast wirklich seine Familie eingeladen? Hast du sie nicht alle? Du kannst mich nicht zwingen, da spiele ich nicht mit. Das hat sie echt bewegt. Also mich kannst du nicht zwingen. Ich bin nicht dabei. Nein. Das sind aber wirklich sehr nette, interessante Leute. Der Mann ist Kinderarzt und sie ist Innenarchitektin. Ah, jetzt verstehe ich. Darum geht's hier also um Einrichtungstipps. Nein, Dave, Schatz, es geht um Hillary. Das ist ein wichtiger Punkt in unserer Beziehung und ich will, dass sich das nicht ändert. Außerdem, was hast du dagegen, neue Freunde kennenzulernen? Neue Freunde? Ich kann nicht mal die leiden, die wir schon haben. Naja, die sind von dir auch nicht gerade begeistert. Wer? Hat jemand über mich gelästert? Hä? Ich bin doch entzückend. Hey, Dad. Kann ich dir mal was zeigen? Klar. Okay. Hey, Kate, was soll das werden? Irgendwas stimmt damit nicht. Keine Sorge, du bist erst 13, der wächst noch. Nein, das ist es nicht. Okay. Dann werde ich ihn mir mal ansehen. Mann, du sagst deinen Kids, sie können mit allem zu dir kommen, aber... Boah. Mike, hast du vielleicht... Du weißt schon. Naja. Und wie oft? Fragst du mich, ob es chronisch ist? Nein. Ist es das? Chronisch? Ja. Also, lass mich dir mal eine Frage stellen. Was benutzt du, wenn du es tust? Null Ahnung. Manchmal ein Magazin, meistens aber auch nur meine Fantasie. Nein, nein. Was benutzt du, damit alles reibungslos geht? Ich weiß nicht. Weißt du, Michael, ich glaube, du hast da noch nicht die richtige Technik.
Wirklich? Ich war der Meinung, es klappt eigentlich ziemlich gut. Ich sag dir was. Ich werde dir was besorgen, damit es reibungslos vonstatten geht. Und bis dahin lässt du eine Woche die Finger davon, okay? Eine Woche? Keine Bange, du wirst es nicht verlernen. Es ist wie Fahrradfahren. Auf dem besten Fahrrad der Welt. Ich meine, warum musstest du sie einladen, Mom? Weil ich nicht so sein will wie meine Mutter. Die hatte nie Interesse an meinem Leben. Oh, was hattest du für ein Glück. Aber redest du wenigstens mit Dad, damit er mich heute nicht wieder blamieren wird? Komm schon, Schatz. Wann hat er dich je... Okay, ich rede mit ihm. Schatz, du weißt ja, wie du manchmal zu Leuten bist, die du nicht kennst und zu denen, die du kennst. Kannst du heute mal nicht so sein und darauf achten, was du sagst? Hältst du mich etwa für ein Monster? Dass ich nicht mehr lachen kann? Komm schon, so schlimm bin ich nicht. Du machst gegrilltes Huhn und Rippchen für Tays Familie? Ja, ich weiß, sie sind schwarz, aber es ist ein Barbecue. Was soll ich sonst machen? Spaghetti mit Bolognese? Oh Gott, ja, du bist ja Italienerin, entschuldige. Ach, ich dachte, du machst Burger, aber Rippchen sind auch toll. Komm schon, Schatz, los, lass jetzt alles raus. Hey, Larry, komm, hilf mir mal bei der Vorbereitung. Wieso? Weil es was ist, was wir zusammen machen können. Oh. Ist das sowas wie eine Strafe? Nein, los, hier, pinsel ein bisschen Soße auf die Babys, okay? I want my baby back, baby back, baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back, baby back. Oh, 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 was soll das? So ist doch die Werbung. Hä? Ist es möglich, dass Sie ihn damals im Krankenhaus vertauscht haben? Na gut, Junge, dann hau rein. Ich glaub's einfach nicht, dass sie mir das antut. Das ist der schwärzeste Tag meines Lebens. Es ist die schwärzeste Woche meines Lebens. Euch verschont Dad wenigstens mit dem Beziehungsaufbau. Ja, ja, das ist wahr. Danke für den Rundgang. Ihr Haus ist toll. Ach, wirklich? Aber das Wohnzimmer ist doch furchtbar. Es hat kein Flair. Ich an Ihrer Stelle würde von dem typischen Couch-Beistelltisch-Design wegkommen. Getrennte Bereiche wären da kreativer. Eine Bücherecke oder eine Musikecke. Ah, Ecken. Das klingt interessant. Aber irgendwie kann ich mir das noch nicht vorstellen. Könnten Sie mir das vielleicht aufzeichnen? Also, haben Sie das Spiel gesehen? Tut mir leid, ich weiß gar nicht, was wir hier sollen. Ist ja nicht so, als wollten die Kids sich vermehren. Ich bitte Sie, Gott bewahre. Also, ich wäre froh, wenn er eine schwarze Freundin hätte. Hey, nichts für ungut. Aber ich bin auch kein großer Freund von Misch-Ehen, wenn Sie verstehen. Hey, ich war auch gegen dieses Treffen. Vanessa und ich hatten einen furchtbaren Krach deswegen. Raten Sie, wer gewonnen hat. Ja, und raten Sie mal, wessen Idee das mit dem Barbecue war. Meine war's nicht. Ich wollte heute Golf spielen. Wirklich? Sie spielen Golf? Tue ich. Ist das so sonderbar, ein Schwarzer, der Golf spielt? Schon mal von Tiger Woods gehört? Ich würde sagen, Tiger Woods ist eigentlich nur ein Halbschwarzer. Aber unser Gast ist da wohl etwas empfindlich. Also werde ich besser die Klappe halten. Was? Nein, nein, so meinte ich das nicht. Ich wollte nur sagen, Sie spielen Golf, ich spiele Golf. Oh. Nicht nett. Mhm. Ich glaube, wir sollten den Augenblick genießen. Denn ehe wir es merken, gehen unsere Kinder aufs College. Ich hoffe, Tay schafft es nach Yale. Da habe ich studiert. Ja, wir hoffen zurzeit nur, dass Hillary die Highschool schafft. Aber ihrem Mädchen ist es doch völlig egal, wo sie landet. Ich meine, weiße Frauen müssen doch nicht besonders schlau sein. Ja. Augenblick, wie meinen Sie das? Ja, sie ist hübsch und weiß. Wie schwer kann ihr Leben schon werden? Als ich 8 Jahre alt war, hat sich mein anderer Junge mit mir angelegt. Ich war der Vernünftige und bin weggegangen. Ja, das wird heute nicht passieren. Augenblick mal, was wollen Sie damit sagen, dass Weiße nicht hart arbeiten müssen? Dave, wir wollen jetzt endlich essen. So weit würde ich nicht gehen, aber ja, Afroamerikaner müssen bestimmt schwerer arbeiten, um was zu werden. Wissen Sie, wie schwer ich arbeiten musste, um nach Yale zu kommen? Ich glaube, als Schwarze hatten Sie es sogar leichter, in Yale angenommen zu werden.
Dad, komm bitte her, wir verhungern schon. Wie kommen Sie darauf? Sie werden doch wohl zugeben, dass sich weniger Schwarze dort bewerben, um da zu studieren, oder? Ich nehme also an, dass Sie ein paar Studienplätze frei hatten für Ihresgleichen. Was soll das heißen, dass ich nur wegen der Minderheitenquote dazugelassen wurde? Ich werde Ihnen was sagen. Dass ich schwarz bin, hat mir nie Vorteile verschafft. Ich habe gar nichts gesagt von einer Minderheitenquote. Also was soll der Schwachsinn? Ich nenne Sie ja auch nicht Quotenschwarze. Nein, was? Sie halten mich für einen Quotenschwarzen? Nein, nein, nein. Ich sagte, Sie sind keiner. Seien Sie nicht immer so empfindlich, Oma. Oh, ich bin also ein empfindlicher Quotenschwarzer. Okay, wissen Sie was? Ich finde Sie ätzend. Ich denke, wir sollten gehen. Nein, nein, alles ist okay. Schon gut, Vicky. Wenn er gehen will, soll er verschwinden. Er wollte gar nicht herkommen, Schatz. Ja, vielleicht ist er sogar ein verkappter Rassist. Vanessa, Tay, wir werden verschwinden. Oh. Noch was. Er will gar nicht, dass unsere Kids zusammen sind. Ist das nicht irre? Er hat panische Angst, dass sie womöglich cappuccinofarbene Kinder kriegen. Und wenn er die Beziehung von unserer Tochter zu seinem Sohn nicht befürwortet, dann sage ich nur, mach eine Fliege. Sehen Sie, deswegen habe ich ungern Gäste. Oh, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, du wäschst, ich trockne. Was hast du dir dabei gedacht? Wieso lässt du dich auf sowas ein? Wieso steigst du mir aufs Dach? Was ist mit Oma, hä? Hast du ihm zugehört? Hillary ist eine Weiße, sie kriegt schon keine Probleme. Der Typ weiß nicht, wovon er redet. Meine Tochter hat jede Menge Probleme. Was dein Benehmen nicht rechtfertigt. Du solltest dich schnellstens entschuldigen, und zwar bei Hillary und Oma. Okay, erstens mal, das habe ich bei Hillary schon getan. Komm schon, Schatz, du wirst doch deswegen nicht sauer sein. Das ist schon gegessen. Aber das mit Oma kannst du vergessen. Warum sollte ich das machen? Weil es die Eltern von Hillarys Freund sind, deswegen. Und nachdem du dich so verhalten hast, würde es mich nicht wundern, wenn sie ihn nie wiedersehen darf. Na schön, schön, dann war dieses Barbecue ja nicht umsonst. Hey, weißt du was? Tu es oder lass es sein, es ist deine Entscheidung. Und wenn ich es nicht tue, was willst du dann machen? Mir vielleicht den Sex verweigern? Nein, warum soll ich mich selbst strafen? Sex werde ich nicht verweigern, aber erwarte nicht, dass ich dabei rede. Naja, Sex ohne dabei zu reden, das sehe ich nicht als Drogen, Vicky. Oma? Hi. Vanessa ließ mich rein. Das ist ein wundervolles Haus, haben Sie? Ja, die weißen Eigentümer sitzen gefesselt im Keller. Okay, ich spüre da noch eine leichte Verärgerung. Hören Sie, ich wollte Ihnen nur sagen, falls Sie irgendwas von dem, was ich gestern gesagt habe, irgendwie beleidigt hat, das war nicht meine Absicht. Okay, in dem Moment vielleicht schon. Doch jetzt tut es mir leid. Und ich wollte Ihnen sagen, dass ich Sie nicht als Quotenschwarzen sehe. Und ich bin sicher, Sie haben schwer gearbeitet für alles, was Sie haben. Und ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut. Ich nehme die Entschuldigung an. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Sie auch etwas provoziert. Ach, kein Problem. Ihre Frau hat Sie mit Sicherheit hergeschickt. Wer sonst? Sie nehmen den Kopf hoch. Deswegen der Slice. Sie sollten den Kopf unten lassen, auch nach dem Schlag. Ah, gut. Baby, ich glaube, heute ist der tollste Tag meines Lebens. Siehst du, ich hab dir gesagt, Oma verzeiht dir. Die Entschuldigung war kacke. Aber dann gab ich Oma ein paar Golftipps. Schon lief es zwischen uns. Er hat mich in den Westbrook Country Club eingeladen. Ich sage dir, das ist das gelobte Land. Kein Warten am Tee, frische Limonade an jedem Loch und eine Snackbar, wo du nicht bezahlen musst. Es läuft nach dem Ehrlichkeitssystem. Hier, ich hab dir ein Caesar Salad geklaut. Wenn ich's geschickt anstelle, werden wir jedes Wochenende zusammen spielen. Larry, hättest du mal Lust, in den Westbrook Country Club mitzugehen? Du kannst auch ein paar Golfstunden nehmen. Toll. Ja, das tue ich gern. Wenn ich muss. Gute Idee, Dave. Zwing ihn nur weiter zum Golfspielen. Dann hat er in ein paar Jahren seinem Psychiater was zu erzählen. Er ist schließlich mein Sohn. Ich hätte gerne eine Chance, mal 10 Minuten mit ihm zu verbringen, ohne an Selbstmord zu denken. Weißt du, statt ihm was aufzuzwingen, was dir Spaß macht, solltest du mal was machen, was ihm Spaß macht. Meine Art ist mir lieber. Ich wusste das. Du verziehst dich, du Schatten Parker. Ich bin schon weg.
Was ist denn los? Tay und ich haben Schluss gemacht. Was? Wieso? Doch nicht wegen des Barbecues. Ich habe die Sache geklärt. Nicht deswegen. Weil er ein Idiot ist. Alles okay, mein Schatz. Nein. Tay ist echt ein Arsch. Ein Arsch, dessen Vater Mitglied im Westbrook ist. Auf öffentlichen Plätzen kann ich nicht mehr spielen. Ich kann's einfach nicht. Wieso? Wie meinst du das? Er ist ein netter Junge aus einer netten Familie. Er hat Grips. Er sieht gut aus. Glaubst du wirklich, du kriegst was Besseres? Kannst du nicht sehen, dass sie Kummer hat? Oh, Schätzchen. Willst du darüber reden? Ich schon. Warum hast du es beendet? Dave, bitte. Nein, nein, was war der Grund? Ich hoffe doch nicht, weil er ein Bunter ist, denn erzogen haben wir dich zur Farbenblindheit. Oh, Dad. Du willst von mir den Grund wissen? Ja. Schön, Tay setzt mich unter Druck, weil er mit mir schlafen will. Und ich will das noch nicht. Oh. Und was noch? Dad! Was denn? Toll. Du verkaufst deine Tochter für eine Runde Golf. Was bist du nur für ein Mensch? Okay, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Es ist nur... Naja, ich würde wirklich gern mal wieder in dem Club spielen. War das Mike? Mike, ist alles in Ordnung? Was ist los? Mein Penis brennt! Was? Dieses Gleitcreme-Zeug, das du mir besorgt hast, brennt wie Feuer. Du hast den Gleitcreme gekauft? Du sagst doch immer, ich soll aktiver sein in meiner Vaterrolle. Das wird schon wieder. Tu einfach etwas Wasser auf dein Ding und wasch es ab. Wie kannst du sowas tun? Es war schon chronisch. Er hat ihn überreizt. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Mike ist auch mein Sohn. Ist das normal für einen Teenager? Und was bedeutet Vicky, chronisch? Vicky, willst du das unbedingt wissen? Willst du das, hä? Oder warst du vor 3 Minuten noch glücklicher? Ja, richtig, da ist was dran. Hey. Oh nein. Wir müssen doch jetzt nicht etwa Golf spielen gehen, oder doch? Nein. Und was willst du dann hier? Wieso muss ich was wollen? Kann ich hier nicht reinkommen und abhängen? Weil du es bis jetzt noch nie getan hast. Also... Du spielst noch mit Lego? Hin und wieder. Okay. Lego ist cool. Und, was baust du da? Ein Schloss. Du meinst ein Fort? Nein, es ist ein Schloss. Ja, und das ist wahrscheinlich... Was ist mit den Kerlen hier? Das sind wahrscheinlich Ritter, die das Schloss stürmen und die Holde Main vernaschen. Aha. Eigentlich wollte ich die Unterzeichnung der Magna Carta darstellen. Aber mein Dad will sich unterhalten, also mache ich mit. Okay, hier kommen die Barbaren. Vorsicht! Das wird ein Blutbad. Oma, mein Bester. Tay hat mal wieder seinen Rucksack vergessen. Ja, er und Hillary haben Schluss gemacht. Ich hoffe, das hat keine Auswirkung auf uns. Ich finde, wir beide sollten bald mal wieder Golf spielen gehen. Wir können das auf einem öffentlichen Golfplatz oder vielleicht auch in Ihrem Club. Ehrlich gesagt ist das keine so gute Idee. Wieso? Hat das was mit dem Caesar Salad zu tun? Was für ein Caesar Salad? Ach, nicht so wichtig. Was gibt's denn sonst für ein Problem? Wissen Sie, die Sache ist die, und das ist nicht meine Ansicht, aber der Club hat leider... Naja, sie wollen keine Menschen wie Sie haben. Menschen wie mich? Sie meinen Spieler, die den Ball aufs Fairway spielen können? Hören Sie, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Die wollen keine Juden in ihrem Club. Okay, das sollte ein Witz sein. Einmal durfte ich sie mitbringen, aber es darf nicht zur Gewohnheit werden. Was? Ist das Ihr Ernst? Mhm. Juden sind nicht zugelassen? Aber Sie lassen sie rein? Ich bin kein Jude. Ja, ich weiß, aber... Sie sind schwarz. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich höre Sie noch sagen, dass Schwarzsein Ihnen nie irgendwelche Vorteile gebracht hat. Ich nutze die Farbe nicht aus. Das sage ich auch gar nicht. Aber Sie sind die einzige schwarze Familie in einem ausschließlich weißen Club. Wieso lässt man Sie da rein? Wegen Ihrer gefälligen Persönlichkeit? Wissen Sie was? Ich bin lieber ein Quotenschwarzer in Westbrook als ein Weißer, der auf einem miesen öffentlichen Platz spielt. Gott.
Ich werde ihn vermissen, diesen Judenhasser-Club. Wenigstens sind wir diese Fehlfarbe los. Ja, das bedeutet, sie wird jetzt wieder öfter zu Hause sein und furchtbar mies gelaunt und wieder ihre Mutter brauchen. Gott, ich liebe es, wenn sie Kummer hat. Gute Nacht. Schätzchen, alles okay? Ich weiß, es war ein ziemlich aufregender Tag. Möchtest du dich vielleicht mit mir unterhalten? Nein, alles bestens. Tay und ich sind wieder zusammen. Alles gut. Also dann, hab euch lieb. Oh, und du? Willst du reden? Auch schweinisches Zeug?